Im Kuhnewalder Ortsteil Schönberg fand am vergangenen Wochenende das traditionelle Waldfest statt. Alle zwei Jahre ausgetragen, lockte es an drei Festtagen zahlreiche Besucher an. Ob bei den Platzkonzerten mit Achim Menzel oder den Warschützer Musikanten, das Publikum präsentierte sich in allerbester Feierlaune. Passend zum romantischen Fleckchen am Waldrand gaben die Lausitzer Hangfichten mit ihren Alphörnern ein besonderes musikalisches Intermezzo. Ob mit dem Luftgewehr oder der Armbrust, man brauchte schon eine ruhige Hand und ein gutes Auge, um den einen oder anderen Preis mit nach Hause nehmen zu können. Apropos Preis. Die Waldfestbesucher hatten die einzigartige Gelegenheit, ein Ferkel zu gewinnen. Das drehte an den Festtagen seine Runden und die Gäste sollten das Gewicht des lustig anzuschauenden Tieres erraten. Am Sonntag 17 Uhr war es dann soweit. Das Ferkel kam in eine vorbereitete Kiste und wurde unter Begleitung der Waldfesthexen zur Festbühne eskortiert. Mit einer Dezimalwaage stieg die Spannung. 18,3 Kilogramm wog schließlich das prächtige Ferkel. Na und die glückliche Gewinnerin findet hoffentlich ein Plätzchen für die Aufzucht des kleinen Wonneproppens.